Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Backt. Heute zeige ich euch, wie ihr einen traditionellen Bienenstich ganz einfach zubereiten könnt. Diesen Bienenstich werde ich mit Hefeteig zubereiten. Irgendwann mal zeige ich euch noch eine einfachere Variante von einem Blechbienenstich. Ich fange mal mit dem Hefeteig an. Für den Hefeteig benötigt ihr 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, halbes Päckchen Hefe, also 4 Gramm, 135 Milliliter lauwarme Milch, etwas Vanilleextrakt, 1 Viertel Teelöffel Salz, ein zimmerwarmes Ei und 45 Gramm zerlassene, abgekühlte Butter. Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde bilden. Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. Hefe-Milchmischung in die Mulde reingeben. Zucker drüber streuen. Ganz bisschen die Flüssigkeiten verrühren, aber nicht das Mehl drumherum. Mit Mehl am Rand etwas die Flüssigkeit bedecken. Schüssel abdecken und ca. 15 Minuten gehen lassen. Danach die restlichen Zutaten außer Butter dazugeben. Mit dem Knethaken ein wenig verkneten lassen oder auch mit den Händen durchkneten, das geht genauso gut. Und wenn sich alles mehr oder weniger verbunden hat, dann kann man die Butter dazugeben. Nun ca. 6 Minuten mit der Küchenmaschine verkneten lassen. Der Teig soll weich sein, aber nicht mehr an den Händen kleben. Wenn der Teig immer noch klebrig ist, dann noch zusätzlich 20 Gramm Mehl dazugeben und verkneten. Teig zu einer Kugel formen. Abdecken und ca. 30 bis 60 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir den Vanillepudding vor. Für den Vanillepudding benötigt ihr ein Eigelb, 40 Gramm Speisestärke, 500 Milliliter kalte Milch, 70 Gramm Zucker und einen halben Teelöffel Vanilleextrakt. Zuerst den Zucker mit Speisestärke gut miteinander vermischen. Neun Esslöffel von der kalten Milch dazugeben und verrühren. Nun kommt das Eigelb dazu und wird auch verrührt. Die restliche Milch mit Vanilleextrakt zum Köcheln bringen. Sobald die Milch anfängt langsam zu köcheln, die Eigelbmischung dazugeben und schnell mit dem Schneebesen verrühren. Circa 2 Minuten köcheln lassen, dann ist der Pudding schon fertig. In den heißen Vanillepudding 90 Gramm Butter dazugeben und unter ständigem Rühren es schmelzen lassen. Mit Frischhaltefolie abdecken und erstmal zur Seite stellen, dann kann es in Ruhe bei Zimmertemperatur abkühlen. Dann den Teig in eine 24 cm Durchmesser Backform oder Backring reinlegen, mit der Hand etwas flach drücken und somit verteilen. Ihr könnt den Teig auch in eine 26 cm Durchmesser Backform oder Backring geben. Sehr wichtig!
bevor ihr den Hefeteig in den Backring oder Backform reingibt, den Teig nochmal ordentlich durchkneten. Dann erstmal wieder mit einem Geschirrtuch abdecken. In dieser Zeit wird die Mandeldecke zubereitet. Für die Mandeldecke 40 ml Milch, 70 g Butter, 130 g Zucker und 45 g Honig in einen Topf geben. Danach dieses Gemisch zum Köcheln bringen. Circa eine Minute stark blubberig aufkochen lassen. Nun 120 Gramm gehobelte Mandeln unterheben. Bevor dieses Mandelgemisch auf die Oberfläche von dem Hefeteig kommt, muss es unbedingt abkühlen. Ich habe so circa 10 Minuten abkühlen lassen. Auf der Oberfläche von dem Hefeteig verteilen, sehr wichtig, nicht irgendwie alles auf eine Stelle geben, sonst habt ihr eine riesige Delle in dem Hefeteig, sondern wirklich verteilen. Nach diesem Vorgang könnt ihr eigentlich den Teig nochmal abdecken und ca. 20 Minuten gehen lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch weglassen und direkt dann aufbacken. Den Teig in einem vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze ca. 30 bis 35 Minuten backen. Den abgekühlten Tortenboden mittig durchschneiden. Falls ihr auf der Unterseite von dem Tortenboden so eine klebrige Schicht bekommen habt wegen der Mandeldecke, dann könnt ihr diese einfach wegschneiden. Das habe ich auch gemacht. Und die Oberseite von dem Tortenboden, wo diese ganzen Mandeln drauf sind, habe ich in Stücke geschnitten. Bevor ihr die Torte mit Creme befüllt, rate ich euch, die Creme noch einmal aufzuschlagen. Um den unteren Tortenboden ein Backring anspannen. Die leckere Creme reingeben und gut verteilen. Mit dem oberen Tortenboden abdecken. Die Torte für ca. 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Der Bienenstich kann jetzt von dem Tortending befreit werden. Der sieht wunderschön aus. Ich werde jetzt noch extra für euch den Bienenstich anschneiden. Und so sieht der Bienenstich von innen aus.
Die Torte ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, was niemand kennt. Das ist nun mal ein Klassiker, aber ich wollte euch zeigen, wie ich den Bienenstich zubereite. Schmecken tut er super lecker, lohnt sich auf jeden Fall, den zu machen. Vielen Dank dafür, dass ihr mein Video angeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich werde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal, eure Galina. Bye bye!